Hallo? Hallo, hallo, hallo. Weiter geht's mit Rise of the Tomb Raider. Willkommen dazu, ich bin der Lars. Ich grüße euch ganz herzlich von meinem Repart hier auf meinem wunderbaren Kanal. Mit der Lara, die schon wieder friert. Wer hat's erwartet? Ist halt eine Frau. Nee, aber die friert halt immer. Sorry. Die ist nur am Frieren. Kann mit einem Quatsch schon, die sagen am Ende nur, du bist neu, wir müssen zu dir freundlich sein, oder? Ich hoffe, sie können mit dem Bogen umgehen. Nee, kann ich nicht. Was sie auch suchen, das können wir nach dem Kampf besprechen. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Ja, klar, klar. Also, ich kann dir gleich zeigen, wie ich mit meinem Bogen in deine kleinen Eier reinknalle. Mal gucken, ob ich es dann kann. Kann ich mit ihr quatschen hier oder nicht? Schau mal nicht. Ja, bin ich. Also an sich, diese Dialoge führen halt zu nichts. Ich grüße Sie. Freue ich einfach auf damit. Keine Lust mehr. Na, ja, ist ein Huhn, entkommt! Neues Basislager. Huhn? Huhn? Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Ich auch, bei Hühnchen töten. Ist bald über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Alles klar. So, endlich ein Badslager gefunden. Wunderbar. Trinities Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Denk nicht so, Lara, sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Genau, Lara, einfach weitermachen. So, wir können jetzt entscheiden, was wir machen, upgrade-technisch. Entweder großen Pistolen-Munitionbeutel oder großes Gewehr-Munitionbeutel, weil wir haben nicht genug, also genug Bärenfell haben wir, aber nicht normal, normales Fell. Wir nehmen auf jeden Fall den hier. Gewehr-Munition, weil ich nicht so viel mit Waffe schieße, sondern eher mit anderen Sachen blieb. So, Munition haben wir hier, tolles. Hier noch ein bisschen hier, ein paar Pfeile herstellen, Wunderbärchen sind schon wieder voll. Easy, gar kein Ding für den King. Sehr gut, haben wir das auf jeden Fall fertig mit Inventar. Waffen-Upgrades verfügbar, richtig geil. Wir haben den Hornbogen ja jetzt, ne? Alter Hornbogen. Hatte ich den vorher nicht schon? Ich meine, der ist halt tausendmal besser, ne? Weiße Witwe. Ui. Ui, die weiße Witwe ist am Start. Das Leutfeuer hatten wir hier noch. Und hier haben wir den Grabflüstern. Das ist, glaube ich, der beste Bogen. Den haben wir halt einfach schon mal an, ne? Das ist halt dieser Kollege hier. Es gibt halt einfach keinen besseren. Sorry, aber... aber kein Zubehör verfügbar im Moment. Gibt es irgendwie Zubehör schon, was wir irgendwie einsetzen können für irgendeine Waffe? Da gab es doch irgendwas, was wir gelesen haben. Nee, irgendwie auch nicht. Ja. Ich habe 7 von 8 Bogen schon gefunden. Oder Bögen. Die Frage ist immer noch, ob das irgendwie Update verfügbar. Ob das irgendwie immer noch ein Bug ist. Ich weiß es nicht. Wir können was machen hier? Sehnenauslöser. Ein maßgefertigter Auslöser erleichtert das Halten der gespannten Sehne und erhöht die Haltezeit. Ja, ist klar. Angepasste Wurm oder Wurm, wie es nochmal, keine Ahnung. Die verbesserten Blablabla Wurm ermöglichen mehr Zugspannung und für erhöhten Schaden bei jedem Schuss. Ja, geil. Let's fucking go. Her mit dem alten Scheiß. Wir könnten auch die AK-47 upgraden. Den habe ich auch schon in Gold fangen, aber die AK-47 ist einfach stumm, wäre es besser. Was haben wir hier Neues? Erweiterte Magazine immer gern gesehen und... poliertes Verschlussgehäuse. Der polierte Feuermechanismus reduziert die Störanfälligkeit. Ja, let's go. I take the shit. So, haben wir irgendwie was Neues hier? Scheinbar nicht, aber wir können uns überlegen, vielleicht uns ein neues Design zu gönnen. Vielleicht hier in einer wunderbaren antarktischen Outfit hier. Ein Tribut an Laras Reise in die Antarktis in Tomb Raider 3. Ja, alles klar. Aber die ganzen Outfits erfüllen alle da keinen Sinn. Heldenhafter Forscher. Es gibt ja nur wenige Outfits, die auch einen Bonus machen. Das Abfeuern von Kugeln und Patronen reduziert ab und an die Menge der verfügbaren Munition. Zum Beispiel das. Als Beispiel. Das erfüllt einen Sinn. Da haben wir eine erhöhte Regeneration bei diesem Outfit.
like a fucking Tempelritter jetzt hier. Das ist reduziert. Reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Die Chance, ein Exotetier von Tieren zu erbeuten. Okay, das hätten wir gebraucht, gerade bei dem Berglöwen und was auch immer. Das haben wir auch schon mal an. Jeder Schaden durch Raubtiere wird gesenkt. Yeah, mit Kriegsbemalung. Ah, okay. Damit erschrecken die sich weniger, wenn wir das hier anhaben. Nehmen wir das mal hier. Das ist ein sehr schönes Outfit. Haben wir noch gar nicht. Wir können unseren Haken auch upgraden. Ja, einen Kletterhaken. Was können wir hier machen? Versteckter Schaft. Ein beschwerter Griff erhöht die Hiebkraft, wodurch die Rüstung von Feinden... Oh, ja, ist da. I take the shit. So. Upgrades haben wir auch fertig. Haben eine Kapuze auf. Gefällt mir. Und wir können auch Fertigkeiten. Zwei Fertigkeitpunkte noch. Punkte noch hier verskillen. Wir sind dabei überleben, glaube ich, noch. Genau, was nehmen wir denn hier? Leichenfallen-Spezialist. Stellen Sie mit Leichen von Feinden... Achso, warte mal. Wir waren ja mehr bei Jäger, ne? Genau. Genauer Schuss. Die zielgelenkten Schüsse beim Dreifachschuss visieren nun automatisch den Kopf anstatt des Körpers an. Wow. Bogenexperte. Führen Sie einen Bogen, blablabla, exklusiv Distanz aus und verbessern Sie die Chance, Spezialpfeile von Feinden zu erbeuten. Drücken Sie F, um Bewegungsfertigkeiten Feinde des Rest zu geben. Pistolenexperte. Gewehrexperte. Okay. Größe und Dauer der Giftwolke, die durch Giftfallen erzeugt wird. Was ist das? Ihre Überlebensinstinkte zeigen Relikte, Dokumente, Monolike und Truhen in der Nähe sogar durch solide Mauern hindurch. Krypta-Eingänge auch. Abrissexperte. Training verleiht allen hergestellten Handobjekten einen größeren Schaden. Hohe Spitzgeschosse. Leichenfall. Ich würde sagen, wir machen das auf jeden Fall. Und dann hier haben wir... Wir können auch bei Kämpfer, wenn wir möchten. Ne? Was haben wir hier? Starke Medizin. Erleichtert sie nach einem erfolgreichen 9000 Kill kurzzeitig Schaden. Herz aus Stein. Sie erleiden erheblich weniger Schaden. Tödliche Präzision. Tod von oben? Nee, nee. Das ist alles, was wir nicht brauchen. Machen wir auf jeden Fall genauer Schuss. Let's go. Jawohl. Sehr, sehr schön. Ganz viel geupgradet hier. Oh yeah, so muss es sein. Und wie schick wir jetzt aussehen. Erstmal kurz wärmen, jawohl. Sehr gut. Natürlich Loot gönnen, so muss es sein. Ich will jetzt aussehen mit Kapuze, finde ich lustig. Vogel! Oh Gott! Sorry, ich dachte, ich hätte den Bogen in der Hand. Er ist kurz eine Runde durch die Gegend geballert. Er läuft. Verbündeter in der Nähe. Ein verbündetes, totes Huhn, würde ich sagen. So, gehen kurz hier hoch. Oh. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Weil du nicht alle erkennen kannst, Lara. Gibt's ja gar nicht. So, hier haben wir schon mal Pfeile, die uns gönnen werden. Ja, damit, wunderbar. Oh, ein Relikt schon wieder. Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? Könnte sein. Wer weiß das schon? Optionale Herausforderung, finden Sie den Eingang. Den nahegelegenen Eingang. Guck mal, wie dreckig. Alter, wie der jetzt angezeigt wird. Wow. Ich habe vorhin Wallhack jetzt. Krass. Der ist einfach hier drunter. Oder nicht? Obwohl, ne, es... Ah, okay. Es ist mir das angezeigt, dass ich quasi hier das lesen kann, was ich ja schon gemacht habe. Scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. Also ich kann nicht entziffern. Ah, okay, okay, okay. Und jetzt ist hier irgendwo ein Eingang, den ich dann vielleicht auch mit meinem mega krassen Wallhack sehe. Vielleicht da hinten? Oh, das ist eine Kiste. Alter, ich sehe jetzt alles krank. Einfach nur krank. Was ist das? Ja, jetzt haben wir ja eigentlich angezeigt, die Munition, aber da hinten die Kiste. Geht da nicht hoch? Macht sie nicht, warum nicht? Weißt du, sie kann halt überall rüberklettern, aber so eine kleine beschissene Mauer, da kommt sie nicht rüber. Gibt's ja gar nicht. Ich will kurz aufknacken, die Kiste hier. Und da, was haben wir Tolles? Oh. Sehr, sehr schön.
Alles für den Dackel, alles für den Club. Ich bin gerade ein bisschen erschlagen von der neuen Umgebung, weil ich einfach so viele Sachen entdecken kann. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Das ist gerade ein Problem bei dem Spiel, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin überfordert. Ja, was ist mit dir los? Ich darf quasi hier nicht vorbei, alles klar. Dann halt nicht. Doch mit Jacob hergekommen. Ja, bin ich. Ich muss Sie um etwas bitten. Was denn? Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben Sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder, auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen, aber jetzt könnte ich Ihre Hilfe brauchen. Na klar. Die Späher sagen mir, Sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben, mit uns? Na klar. Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel, nur diese alten Münzen. Wenn Sie Gold brauchen können, gebe ich Ihnen welches für jedes entdeckte Geheimnis. Wenn Sie ein Grab und das darin verborgene Wissen entdeckt haben, kommen Sie zu mir. Ihre Mühe wird belohnt. Versprochen. Alles klar, thank you very much. Oh, was haben wir hier noch Tolles? Die Anhänger des Propheten flohen, doch sie wurden angegriffen. In Syrien. Griechisch! Griechischer Wein. Kann ich das da oben lesen? Obwohl ich habe Griechisch nicht dazugelernt, ne? Also werde ich das wohl immer noch nicht können hier. Hm, scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. Oh, Griechisch auf 7. Auf 7! Bläht. Das ist ganz schön viel. Dann gehen wir wieder zurück. Hier geht es scheinbar nicht weiter. Oder irgendwo ist hier noch ein Eingang. Aber wo? Ich meine, da waren wir ja schon drin. Können wir hier rüber? Hier ist ein Seil. Da findet er auch nichts, da kommen wir wieder runter. Na. Na, wo kommen die ganzen Hühner her? Die müssen doch getötet werden. Sorry, aber ich muss Hühner töten. Es gehört einfach dazu. Ich glaube, ich kann gar nicht so viel töten. Du wirst da oben jetzt noch irgendwo. Ich muss auch das oben, das Grab quasi finden. Wie, was ich hier noch alles machen muss. Holy shit, Alter. 12% ist abgeschlossen hier. Das ist ein riesen, mega krasses Gebiet. Oh mein Gott. Hier haben wir 100%. Hier sind wir bei 10%. Hier haben wir 53%. Hier haben wir 100. 89. Also. Wir haben hier noch so ein paar Gebiete offen, wo wir echt noch viel machen müssen, ne? Und ich will ja, wie gesagt, alles zu 100%. Das letzte Gebiet von dem Spiel? Nein, ich glaube nicht. Ich denke mal, die anderen werden mir einfach noch nicht angezeigt. Wird hier oben sicherlich irgendwie weitergehen. Ich hoffe. Weil es ist ein großartiges Spiel. Es wäre wirklich schade. Oh, was ist da hinten denn? Hast du was entdeckt? Moment. Da muss ich was mit dem machen. Warte, ich muss ins Hühnergehege reinsperren. Ich nehme ab einfach einen Huhn in der Hand. Wo muss ich denn hinpacken, die Hühner? Ach, deswegen laufen hier so viele rum. Und wo ist das Hühnergehege? Optional. Das ist kein Hühnergehege. Oh, sorry. Ich hätte gerne das Huhn wieder. Ich hätte gerne das Huhn wieder, danke. Kann ich das Huhn werfen? Ich kann das Huhn werfen. Geil, scheiße. Ah, sehr schön. Kann ich das hier reinwerfen? Was passiert dann? Verbrennt das dann?
Wo ist das Huhn hin? Oh mein Gott, ich hab's verbrannt. Ich weiß gar nicht, wo das Hühnergehege ist, um das da irgendwo reinzuschmeißen. Na egal. Gut, mal oben abchecken. Ins Hühnergehege schmeißen, sehr gut. Kurz einen Huhn mitnehmen kann man immer gebrauchen. Da geht's hoch. Er bringt aber auch nichts. Das ist ja kein Eingang. Also ich kann hier quasi hochklettern, was gar keinen Sinn erfüllt. Dann bin ich da oben wieder. Wo ist denn jetzt hier der Eingang, Blät? Vielleicht muss ich hier hoch oder da links? Da kam ich nicht weiter. Da war diese komische Wache, aber ich war hier noch nicht. Gehen wir hier weiter. Genau. Ja, sieht doch gut aus. Vielleicht sollte der Lars sich hier mal... Ist das eine Falle? Nein. Ich muss nur umschauen. Mit meinen Hühnchen gehe ich los und versuche die Welt zu retten. Oh nice, bleibt... Kann ich gar nicht mitnehmen. Tut mir leid, Huhn, aber... Du musst jetzt da liegen bleiben und elendig sterben, weil ich scheinbar deine Füße zugebunden habe. Und dann wirst du einfach verhungern. Du wirst einfach verhungern. Sorry. Da liegt schon mal Money. Erstmal dahin. Das Wichtigste natürlich. Das Geld. Okay, hier kommen wir da. Was war da hinten noch? Wir können noch Erz schürfen. Was wir nicht brauchen, dann sind wir schon wieder voll. Man kennt, altbekannt, ne? Der Lars hat einfach immer zu viele Ressourcen. Ui. Es sieht hier irgendwie nach Tod aus. Warum? Hier sind überall Totenköpfe. Okay, der backt da oben etwas die Spinnenweben. Ja, ich kann da rüber, aber will ich das? Ich weiß es noch nicht. Nehmen wir wieder Erz, was wir nicht schürfen können. Sonst haben wir nichts. Ja, dann... sollten wieder runter. Let's go. Oh, moin, Bro. Was geht? Ihr seid irgendwie alle tot. Heißt das was Gutes oder nicht? So, hier ist auch nichts sonst. Nur nichts zu looten. Nichts zum Gönnen. Nur Erz, was ich schon habe. Dann ab. Oh, zu wem? Aurora, die Ärztin. Sehr gut. Unser Griechisch wird besser. Da ist eine Rolle. Der Weg nach Gitesh war lang und hart. Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Gitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. Sehr schön. Das ist doch wunderbar. Wer möchte das nicht gerne hören? Coole Wandbemalung. Haben die locker gleich einen Zombie oder eine Mumie an und will mich killen? Ich sehe es schon kommen. Zwei Wege zur Auswahl. Ich geh erstmal hier lang. Hier ist eine Sackgasse und hier gibt es wieder nur Erz. Alles klar. Also bisschen Mauge bislang die Hülle. Hier gibt nichts zum Ninja-Looten. Ich wollte doch hier einen Jenkins machen. Ui. Das ist ein Grab und das bedeutet... wie sie einfach mal jetzt trotzdem mit der Kapuze ihren Zopf richtet nach dem Tauchen. Ja, läuft. Ist das eine Falle? Ne. Uiuiuiuiui. Gibt's da krassen Loot für uns?
Jawohl, antiker Bogen, 2 von 4. Holy shit, also schon unglaublich viele Credits. Alter, Lachs, Leute. Also nicht mehr viel, haben wir den antiken Bogen. Und hier war einfach nichts, kein Gegenwehr, nichts. Einfach nur ein Ort, wo ich reingegangen bin und das war's. Ich habe die ganze Zeit irgendwie Fallen erwartet, Gegner erwartet. Es war halt einfach gar nichts hier. Nur Erze und dann ein antikes Bogenteil. Ich laufe mal kurz rum, nicht, dass hier irgendwas in der Ecke liegt oder so. Was ich nicht sehe, aber... Das war's? Komisch, total komische Höhle. Sorry, aber die war richtig komisch. Wir kommen ja schon wieder raus. Ja, gibt's ja gar nicht. Hier ist auch nichts. Ab nach oben. Und raus hier. Naja. Was willst du machen? Mal ist halt nur einmal im Jahr. Das haben wir ja schon, genau. Kommen wir hier hoch. Ich meine, klar hat sich gelohnt. Wir haben ein antikes Bogenteil gefunden, aber trotzdem irgendwie schwach. Sehr schwach von den Gegnern und allgemein den Loot. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Ja, Leute, das war's von dieser krassen Höhle. Mein Hühnchen liegt da noch. Ja gut, ich nehme dich mit. Ich hab den nicht vergessen. Sehr gut. Und mit diesen wunderbaren Hühnchen werden wir den Part beenden. Am Ende noch für euch. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Muss ich auch noch hoch. Wenn ihr Bock habt, schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bei Tomb Raider. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüssi.